Hi zusammen, euer Alex hier. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich möchte in diesem Video euch heute ein paar Tipps auf den Weg geben, wie ihr schnell gesund abnehmen könnt, falls ihr dick, fett oder eben übergewichtig seid und wie ihr sehr gut Fett abbauen könnt, schlank werden könnt, ohne irgendwelchen Abhungerungsprogrammen oder sonstiges. Das Ganze funktioniert auch mit wenig oder vielleicht auch mit gar keinem Sport. Ihr müsst euch nicht 2-3 Stunden tagtäglich in Fitnessstudios abrackern, Marathons laufen, ja, sondern das Ganze kann man gesund mit einer lebendigen Nahrung gestalten. Dann wird man auch sehr, sehr gut abnehmen. Ja, ganz kurz mal vorweg, viele denken, dass das Dicksein bzw. dass der Bauchfett, falls ihr das Ganze habt, von wenig oder von keiner Bewegung entsteht. Das Ganze entsteht nicht, weil ihr keine Bewegung habt, weil da bei euch vielleicht kein Sport vorhanden ist, sondern das entsteht überwiegend, weil ihr euch schlecht ernährt, weil ihr eurem Körper ungesundes Essen zuführt. Und viele wissen es, ja, weil viele essen ja tagtäglich ungesundes, überwiegend, reden sich aber oft ein, ja, ich bin jetzt übergewichtig, ich bin jetzt dick, weil ich wenig Sport mache. Und wenn ich Sport anfange zu machen, dann werde ich natürlich auch abnehmen, aber was ist danach? Wenn du deine Ernährung nicht änderst, wenn du dein Essen nicht änderst und deinen Sport wieder weglässt, dann hast du wieder einen Jojo-Effekt und legst wieder zu. Also was musst du machen? In dem besten Fall einfach das Essen umstellen und die Ernährung umstellen. Und wenn du das Ganze gesund gestalten möchtest, empfehle ich dir, das Ganze auf eine vegane Rohkostart und Weise zu gestalten. Und das Ganze macht nicht dick. Du hast eine Vielfalt, du hast sehr viel Vitamine, Mineralien in der lebendigen Nahrung, denn die Kochkost bringt viel Toxine mit sich. Wenn du die Nahrung jeden Tag immerzu nur aufkochst, frittierst, bratest, ja, dann steckt da nicht mehr vieles drin. Und du kannst mit der Rohkost sehr, sehr viel essen. Du kannst dich voll essen tagtäglich bis zu zum Beispiel 2.000-3.000 Kalorien am Tag. Und da musst du auch fast kaum Sport machen. Und du wirst auch schlank mit der Kost. Ja. Du wirst vielleicht keine 7% Fetteinteil an deinem Körper haben oder totalen Sixpack bekommen. Das ist ganz klar, dafür muss man auch etwas mehr Sport machen. Aber du wirst kein übergewichtiger Mensch mit der Ernährung. Du wirst nicht dick sein. Du wirst automatisch auch ohne Sport schlank sein. Natürlich empfehle ich euch aber trotzdem Sport zu machen für die Gesundheit und für das Immunsystem, ganz klar. Und vielleicht kennt ihr das auch noch von vielen, die euch vielleicht sagen, nach 20 Uhr sollte man nicht mehr essen, vor allem keine Kohlenhydrate und so weiter. Ich halte davon nichts. Ja? Von der Verdauung her ist es natürlich irgendwo sinnvoll, dass man um 21, 22 Uhr nicht mehr so vollhauen soll, überfressen soll, auf Deutsch gesagt. Ja? Aber wenn du gesunde Kost deinem Körper zuführst, kannst du auch nach 20 Uhr oft noch was essen, ja, und reichlich essen, dich satt essen und du wirst nicht dick. Diese ganze Abhungerungsprogramme, was heutzutage viele anbieten, Punkte zählen, Kalorien reduzieren, ja, das funktioniert meistens nur für eine kurze Zeit, ja, was ist danach? Das ist alles schwachsinnig. 95% von den Menschen haben einen Jojo-Effekt wieder, ja, sonst hätten wir sehr, sehr viele Schlanke da draußen und viele Leute haben schon diese Sachen mit Sicherheit ausprobiert, irgendwelche kalorienreduzierte Programme, Abhungerungsprogramme und so weiter und meistens klappt das Ganze nicht. Ja. Viele hungern sich, wie gesagt, bei Diäten ab, verzichten sehr stark vor allem auf die Kohlenhydrate, was ich nicht machen würde, vor allem viele verzichten dann auf den Fruchtzucker, eine Riesenkatastrophe. Ja, der Körper braucht Fruchtzucker, vor allem unser Gehirn braucht schon alleine sehr viel Fruchtzucker. Über Low Carb möchte ich da gar nicht reden. Wenn man da sich irgendwelche Diätprogramme anschaut, wie viel da man nur an Kohlenhydraten essen nur soll, da schüttel ich meistens den Kopf. Aber okay, 20 Uhr kein Essen mehr, auch wie gesagt Schwachsinn. Ja. Nach Wochen, Monaten haben dann viele einfach wieder den Rückfall, ja, weil sie sich einfach abhungern. Und in vielen Diätphasen haben viele Menschen dann auch die Fressattacken, ja, mit Kuchen, Brot, Schokolade oder sonst was, weil sie das Ganze nicht aushalten. Nächsten Tag oder die nächsten Tage hungern sie wieder, folgen wieder irgendeinem Abhungerungsprogramm, ja, und dann überfressen sie sich wieder und so laufen sie wie im Hamsterrad, ja. Diät, überfressen, Diät, Fressattacken, ja, und meistens kommen noch die Fressattacken
attacken dann nachts, und nachts sind sie am schlimmsten, denn da hast du dann eine doppelte Fettablagerung, wenn du deinen Kühlschrank aufmachst und mit den ungesunden Sachen dich voll isst, weil du vielleicht so schon am Kollabieren bist und diesen ganzen Abhungerungswahn nicht mehr widerstehen kannst. Ja? Aber machst es immer wieder. Hör auf damit, du brauchst einfach für dein Leben eine lebendige Nahrung, du brauchst eine Lebensernährung, du brauchst einen gesunden Ernährungsplan für immer, ohne dass du da abhungern musst. So einen Plan brauchst du, und ich esse oft nachts auch, ich arbeite oft nachts, esse oft auch viel nachts, esse oft viel auch Früchte nachts. Ich sage nicht, dass es das Ideale ist für die Verdauung, ja, sich voll zu essen, aber ich schaue da nicht, ich zähle da auch keine Kalorien, ich esse auch sehr, sehr viel Früchte und lege nicht zu, auch nachts. Nicht, wenn ich das Ganze esse um 9 oder 10 Uhr. Ja? Nehme ich sogar noch ab, wenn ich so sagen darf. Ja? Wenn du spät am Abend isst, mit der Totkochkost dich vollstopfst, ja? Mit dem gekochten, frittierten Zucker, raffinierten Zucker, Auszugsmehle, dann ist ganz klar, dadurch wirst du dann dick. Ja? Und das essen ja viele. Nachts kommen nach der Arbeit, 18, 19 Uhr, schieben sich eine Pizza in den Ofen oder schmieren sich da Brötchen mit Wurst, Butter, kippen noch ein Süßungsgetränk hinterher, dann ist doch ganz klar, das Ganze verdaut lange, beziehungsweise das, vieles wird nicht einmal verdaut dann um diese Uhrzeit, und das Ganze lagert sich dann als Fett ab. Ja? Deswegen haben ja viele dann die Fettpolster und vor allem die Kohlenhydrate, die verarbeitet sind, ja? Oder die Fette, was viele noch zusammen kombinieren mit den Kohlenhydraten, die verarbeitet worden sind, das Ganze geht dann noch zusätzlich noch auf die Leber, und dadurch wird man sehr, sehr schnell dick halt dann. Rohkost geht immer. In der Rohkost hat man sehr, sehr viel Auswahl. Da muss man nicht nur in die Wiese beißen oder Körner essen. Da hat man sehr viel Auswahl. Das wird schnell verdaut. Das kann man tagtäglich zu egal welcher Uhrzeit essen. Wichtig sind da die Kombinationen, ja, das muss man schon beachten, und dann kann man auch nachts essen, das ist voll okay, ja, und wenn du richtiges isst, dann ist es okay, nachts zu essen. Es gibt viele Rohköstler, die übergewichtig sind und dick sind, da machen sie mit Sicherheit vieles falsch oder essen sehr oft auch am Abend zu viel Fettes, das sollte man nicht machen, oder zu viel Fettes mit Früchten kombinieren, beispielsweise nachts, ja, oder zu viel Gourmet-Rohkost auf die Nacht, ja, dann ist es ganz klar, dass du auch dann übergewichtig wirst, auch mit der Rohkost. Also das muss man schon gut gestalten, und Fruchtzucker ist kein Problem, wenn du alleine den Fruchtzucker isst. Generell ist Fruchtzucker kein Problem. Ich kenne keinen Frutarier, der fett ist. Ich kenne Frutarier, die vielleicht ein bisschen Übergewicht haben, aber nicht solche Karawaner sind, dass sie dick sind von der Kost von vielen Früchten oder Gemüse oder sonstiges, ja, an der Rohkost. Ich kenne keinen. Und die Leute, die von dem Fruchtzucker Angst haben oder der Meinung sind, dass der Fruchtzucker dick macht oder die Kohlenhydrate dick machen, die raffinierten, die Kohlenhydrate, die verarbeitet worden sind, die machen euch meistens dick. Und wenn sie dann das Ganze noch puncht zusammen mit Öl, mit Fetten, die auch verarbeitet worden sind, das ist das Problem. Und die traditionellen Menschen, ja, die fast täglich das Ganze essen, haben meistens dann den Fruchtzucker als Nachtisch. Dann ist ganz klar, dass dieser Fruchtzucker vielleicht Probleme bereiten kann, weil er nicht verdaut werden kann, weil ihr vorher euch Käse gibt, Fleisch gibt oder sonstiges, was lange verdaut werden muss. Und dann kommt der Fruchtzucker oben drauf, der schnell verdaut wird. Zum Beispiel Äpfel, Bananen, 45 Minuten bis eine Stunde. Und wenn ihr vorher einen Fleischklotz euch nahe klopft, ja, dann ist ganz klar, dass das nicht funktioniert. Ja? Und dann schieben viele das Ganze auf die Bananen oder auf die anderen Früchte, dass die Blähungen machen, dass man davon furzen muss. Ja? Da muss man schon beachten, lieber die Bananen vorher essen und danach das Ungesunde nach. Oder am besten gar nicht, dieses Ungesunde. Wichtig noch ist, über die Nacht, wenn ihr schlafen geht, bis zum nächsten Tag ungefähr 10, 12 Uhr entgiftet euer Körper. Ja? Da sollte man den Körper einfach am besten in Ruhe lassen. Ja? Das werdet ihr aber nach der Zeit lernen und nicht so oft Hunger haben, sofort wenn ihr aufsteht. Und wenn ihr natürlich um 8 Uhr aufwachst,
wie ein traditioneller Mensch, wie viele, ja. Der Körper befindet sich in der Entgiftungsphase, in der Reinigungsphase, der will noch den ganzen Müllhaufen reinigen vom Vortag, der muss damit noch kämpfen mit diesen Toxinen, ja, Glutamaten und sonstiges, und du fängst wieder früh schon 8, 9 Uhr mit Butterbrot, Käse und Wurst an, ja. Dann blockierst du erstens den Stoffwechsel, verschmutzt wieder deinen Körper, der Körper muss dann, der kommt gar nicht zurecht mit allem, und das, was du dann wieder an Ungesunden isst, lagert er wieder irgendwo ab und so tagtäglich, und dann ist klar, du wirst träge, müde, legst wieder zu, ja, und deswegen sind viele Menschen ja dann ungesund und auch übergewichtig und krank. Wenn du ab 11 Uhr anfängst oder 10 Uhr zu essen, ja, dann esse lebendige Kost, wie ich schon gesagt habe, die Rohkost, ja, und bis du schlafen gehst, kannst du so viel essen, wie du willst, ja. Und da verlierst du auch meiner Erfahrung nach 1-2 Kilo ohne zu hungern in der Woche, kannst du verlieren. Wenn du Sport machst, dann verlierst du noch mehr an Gewicht. Ja? Wichtig ist auch, Wasser zu trinken. Wasser ist sehr wichtig. Die meisten verwechseln Wasser mit irgendeiner Flüssigkeit von den Süßungsgetränken der Industrie. Nein, ihr müsst einfach sauberes, fluoridfreies Wasser trinken. Und wenn man zum Beispiel die Süßungsgetränke von der Industrie nimmt, ja, 0,5 Liter von diesen ganzen raffinierten Sachen, was viele trinken, raffinierter Zucker, da braucht der Körper die dreifache Menge an Wasser, um den Zucker rauszubringen, um das Ganze abzubauen. Auch die Fruchtsäfte gehören dazu. Die Fruchtsäfte sind pasteurisiert, hoch erhitzt, auch die Bio-Sachen, ja, die sind erhitzt. Diese würde ich nur einfach ab und zu mal, wenn ihr da Verlangen habt, trinken. Aber generell, wenn ihr sowas trinkt, dann müsst ihr viel Wasser, die dreifache Menge eigentlich da, dann danach trinken. Das machen die wenigsten. Deswegen steckt der raffinierte Zucker dann überall in eurem Körper und dann werdet ihr auch fett dadurch. Wenn ihr nicht schafft, ganz klar, dazu habe ich ja viele Videos gemacht, euch mit einem sehr hohen Rohkostanteil zu ernähren, ist ja gar kein Problem. Ihr könnt das Ganze aber ersetzen. Macht euer Leben, eure Gesundheit zum einen besseren. Ja? Es gibt heutzutage viele Alternativen, auch in veganen Art und Weise, zum Beispiel zwecks Süßen, Ahornsirup, oder statt den raffinierten Zucker könnt ihr lebendige Süße nehmen, Datteln oder sonst irgendetwas. Ja? Anstatt Weizen, Makaroni, Nudeln oder sonst was, ja, an Getreide, könnt ihr lieber Reisnudeln nehmen, ja, oder Maisnudeln zum Beispiel. Es ist jetzt nicht das Ideale, aber es ist besser, aber erhöht den Rohkostanteil mehr. Statt Fleisch, heutzutage gibt es viele Ersatzprodukte in Tofu, ja. Es ist jetzt auch nicht das Ideale von der Gesundheit her, aber das ist besser. Das hilft euch schneller auch abzunehmen und es ist gesünder, vor allem als Fleisch, ja. Statt süße Industriegetränke, Smoothies, gesunde süße Getränke gibt es genug an Auswahl. Geht dann immer Stück für Stück schnell auf die Rohkost zu. Ja? Verzichtet auch auf die gekochte Nahrung. Wenn ihr gekochtes isst, dann nicht auf die Nacht, das was ich gesagt habe. Und vor allem nicht viel auf die Nacht. Dann esst das lieber tagsüber. Und auf Abend zu lieber dann mehr die Rohkost. Aber ihr müsst auch die Zeit beachten wegen dem Abstand. Auch Rohkost nichts mit Gekochten kombinieren. Ja, gibt auch oft Verdauungsprobleme. Und alles, was meistens nicht gut verdaut wird, lagert sich auch auf dem Körper ab. Und dadurch entsteht auch dann Fett. Ist ganz klar, wenn der Körper damit nicht zurechtkommt, mit 1000 Stimulantien, was viele zusammenmischen, dann hat man das Problem. Also da muss man schon wissen mit der Rohkost, wie man das Ganze angeht. Und dann hast du keine Probleme. Statt Öle, irgendwelche Öle sich reinzukippen, nimm lieber Kokosmilch. Das ist definitiv besser. Nicht dieses Kokosfett, was viele auch nehmen. Ich würde Kokosmilch nehmen. Ja? Jeder soll, wie gesagt, sein Ding wählen, wie er möchte, wenn es er anderer Meinung ist. Ja. Das habe ich euch gesagt, jetzt bin ich fertig. So sehe ich das Ganze. Und so kannst du schnell und gesund abnehmen. Du führst deinem Körper noch sehr, sehr viel Vitamine, Mineralien zu, gibst Gesundheit, gibst Kraft, und Sport würde ich definitiv machen, stärkt deinen Charakter, und dann nimmst du sehr schnell ab, ohne zu hungern, und kannst vieles, vieles essen an einer lebendigen Nahrung und musst nicht auf irgendwas achten und zählen, sondern die Kombinationen sind da wichtig. Und dazu habe ich zum Beispiel einen Ernährungsplan oder mein Rezeptebuch, was mit dazu ist. Falls du das willst, schaust dir an auf rohkost-power.de. Wenn du von alleine nicht in die Gänge kommst mit der Rohkost, wenn du von alleine es schaffst, dann ist auch gut, ja, weil wenn du vor Augen alles hast mit Kombinieren, dann ist es auch viel leichter und geht das Ganze viel schneller. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Gesundheit, meine Freunde, für ein gutes, junges Aussehen, und Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten dann
Bis demnächst, bis bald mit meinen neuen Themen. Euer Alex. Ciao.